Lieber Bruder Martin, herzlichen Dank, dass du bereit bist, uns deine Gedanken zur Fastenzeit mit uns zu teilen. Du hast jetzt einen ganz spannenden Beruf, du bist Novize, das heißt, du bist das erste Jahr im Kloster, für dich ist alles neu, auch die Fastenzeit, nicht als solche, aber im Kloster. Danke, Herr Abt, für die einleitenden Worte. Ja, meine Damen und Herren, liebe YouTube-Freunde, liebe Schüler, ja, der Herr Abt hat schon erwähnt, es ist die Fastenzeit jetzt nichts Neues für mich. Ich erlebe das schon zum wiederholten Male. Ich bin 35 Jahre und heuer ist das Fasten ganz besonders, denn ich bin jetzt 5 Monate als Novize, als Neuling im ersten Jahr im Stift, bin im September eingetreten und da ist schon auch viel Neues am Fasten dabei. Ja, und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, wie schaut denn Fasten im Kloster aus? Wie gehe ich das an? Wie kann ich es angehen? Und ja, da wird man auf vieles zurückgeworfen. Waren in der Vergangenheit vorrangig Fasten im herkömmlichen Sinn an Speisen, an Getränken. Da so kommt jetzt der geistliche, der spirituelle Weg dazu. Und da habe ich mir ein Buch geholt und das ist die Bibel. Und ich möchte Ihnen aus dem Matthäusevangelium ein paar Sätze diesbezüglich vorlesen. Die Versuchung Jesu. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Meine Lieben, diese Zeilen faszinieren mich. Es steht so viel drinnen an Kraft und Ausdruck. Jesus wird in der Wüste versucht. Unterliegen auch wir manchmal diesen Versuchungen in dieser Fastenzeit, wenn wir uns beispielsweise vorgenommen haben, weniger Süßes zu essen oder keinen Alkohol zu trinken, dann überkommt es uns auch manchmal. Da wollen wir das wieder zu uns nehmen, was uns schmeckt. Aber wir sollen ja auch nicht nur fasten an den Speisen, sondern wir sollen ja auch wachsen in dieser Zeit. Und das sagen uns diese Zeilen. Und wachsen heißt auch, in Schritten zu wachsen. Hin zum Osterfest. Und das lese ich in diesen Zeilen, dass wir nicht alles sofort können müssen, ab dem Aschermittwoch, sondern dass wir Woche für Woche einen Weg gehen, der uns stärkt. In dieser Zeit, die nicht nur Fasten im körperlichen Sinne heißt, sondern Fasten heißt auch, für Gott etwas tun, etwas machen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Weg gehen, in Etappen hin zum Osterfest, zur Auferstehung, dass Sie diese Freude beim Fasten letztlich auch empfinden, nicht traurig sein zu müssen, auf etwas zu verzichten, denn das ist negativ belastet, dieses Wort, sondern dass Sie freudvoll diesem Osterfest der Auferstehung Christi
entgegengehen. Das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche eine frohe Fastenzeit, alles Gute und Gottes Segen.